So, wir hatten letzte Runde eigentlich alles soweit abgeschlossen. Trotzdem gehe ich das hier nochmal ganz kurz durch. Also, simpel. Du baust Bomber. Okay, Wallaby. Braucht noch ganz, ganz viele Fabriken. Hat auch genug Erze dafür. Sehr schön. Unser kleines Pferdchen braucht auch noch jede Menge Fabriken. Und hier ist auch so alles in Ordnung. Sehr schön. F9. No. Kam mir das gerade nur so vor oder brauchen die Jahre jetzt länger zum Berechnen? Also ja, es dauert immer noch nur knapp Sekunde oder so, aber es war schon mal schneller. Na gut, Voyager 4 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist da. Bist jetzt direkt über dem Planeten. Und da steht Bevölkerung nur noch 800. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht haben wir auch gleich Nachrichten, dass unsere Kolonisten da irgendwas geschafft haben. Na, Simple hat 4 neue Bomber gebaut, okay. Wir haben Tech Level 6 Energie erreicht. Wir setzen unsere Anstrengungen im Bereich Energie fort. War das so geplant? Nächste Stufe wäre Energiekondensator. Erhöht die Schadenswirkung aller auf dem Schiff montierten Strahlenwaffen um 10%. Klingt an sich praktisch. Was haben wir bei Waffen? Da haben wir diesen komischen Knüppel. Was ja Nahkampfwaffe zu sein scheint oder irgend so eine RAM-Vorrichtung. Alpha-Triebwerk ist bis Warp 8 einigermaßen brauchbar. Transgalaktisches Triebwerk. Ja, ich hätte echt nicht am Anfang auswählen sollen, dass wir keine guten Triebwerke bekommen. Ich wollte mich halt echt nur einigeln. Aber selbst in unserem kleinen Bereich, in Anführungszeichen, haben wir schon echt Probleme mit dem Treibstoff. Also mal gucken. Also ja, Antriebe sollten wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Super Treibstofftransporter. Treibstoffkapazität 2250 Milligramm. Dieses Modell produziert jährlich 200 Einheiten Treibstoff. Schiffe in der gleichen Flotte werden 10% schneller repariert. Ah, ist also ein Support-Schiff. Sehr praktisch. Also damit können unsere Angriffs-, Verteidigungsflotten, wie auch immer, unsere aktiven Verteidigungsflotten, halt auch schneller wegfliegen und weiter wegfliegen, um präventiv erstmal alle umzubringen und so. Also ja, die wären auch schon mal sehr praktisch. Ein großer Frachter wäre auch sehr praktisch. Oh, der hat auch Treibstoffkapazität 2600. Aber der hat halt nicht diesen Bonus. Allein schon die Tatsache, dass er 200 Einheiten Treibstoff produziert, ist irre cool. Oh ja, also die beiden wären noch ganz schick. Kelarium. Panzerungswert von 180. Wird wahrscheinlich mehr sein als unsere komischen biologischen Panzerungen. Super Frachtcontainer. Erhöht die Fracht, den Frachtraum des Schiffes um 100 Kilotonnen. Und Kreuzer. Größeres Spielzeug ist immer gut. Frettchenscanner. Oh. Der hat hier unten noch stehen. Er entdeckt auch im Orbit von Planeten versteckte feindliche Flotten. Das ist doch mal praktisch. Und Biotechnologie. Ja. Das sollten wir eigentlich primär steigern, denn mit jeder Stufe oder fast jeder Stufe wird halt mehr Terraforming freigeschaltet, was dann auch sofort von unserem Planeten umgesetzt werden dürfte. Was natürlich irre praktisch ist. Dauert auch nur ein Jahr. Wir haben auch sehr viel ins Budget gesteckt, ne? Aber nee, wir wollten jetzt eigentlich erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe in der letzten Folge von dem Girogon aus der Vergangenheit, dass wir die Waffen und die Konstruktion jetzt erhöhen, damit wir gute Schiffe bauen können, damit wir nicht immer wieder neu aufstufen müssen. Also hätten wir jetzt gerne. Oh, Materiebeschleuniger. Ich lasse mich echt zu leicht ablenken. So, wir wollten jetzt Phaser-Bazooka, M70-Bomber, kolloidaler Phaser. Reichweite 3 ist also nicht mehr wirklich eine Nahkampfwaffe. Jo, also wir lernen jetzt Waffen. In der nächsten Stufe nochmal Waffen. Und danach gehen wir auf Konstruktion, solange wir den Kreuzer bauen können. Fertig. Nächste Nachricht. Wir haben ein Wolf-Streuungsschild erforscht. Sehr schön. Ein Strahlenreflektor erbracht. Nether Region wurde auf 70% gesetzt. Sehr schön. Equeos wurde auf einen Wert von 100% verbessert. Wow. Das ist doch mal genial.
Wir haben eine zweite Heimatwelt quasi. Nur, dass hier die Rohstoffe unter 30% fallen können und da nicht. Ja, doch, sehr schön. Wir sind auch schon fast am Bevölkerungslimit, was nicht ganz so gut ist. Wir haben eigentlich echt zu viel Bevölkerung. Vor allem haben wir noch bald Überbevölkerung. Das ist gar nicht gut. 906.000. Also ja, wir können immer weiter unsere Kolonisten wegschicken. Aber selbst unsere kleinen Kolonien sind ja schon nicht mehr allzu klein. Außer der hier, aber der kann noch nicht so viele supporten. Also ja, wir müssen expandieren. Oder wir schicken sie einfach alle auf Todeswelten. Dann sterben die nach und nach, aber können trotzdem da irgendwas produzieren. Das wäre ganz schön gemein. Nee, komm, wir sollten unsere Kolonisten lieber irgendwo hin teleportieren, wo sie andere Kolonisten umbringen. Was nicht unbedingt viel netter ist, aber es ist wenigstens produktiver. Aber gut, wir haben hier keine Nachricht gesehen von wegen unsere Kolonisten kämpfen. Das finde ich ein wenig irritierend. Kann ich mir den Planeten genauer angucken? Bevölkerung. Die feindliche Bevölkerung auf Nickel beträgt ungefähr 800. Nickel wird jährlich ca. 0,4% von eventuellen Kolonisten deiner Rasse jährlich töten. Hä? Und wo sehe ich meine Kolonisten? Und sie töten nur 0,4%? Das ist echt nicht viel. Da ist ein Schiff im Orbit. Da ist Nickel. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Übersicht? Planeten, Flotten, andere Flotten. Schlachten. Schlachten? Nö. Flotten werden Raumflotten sein. Ja, da steht nichts von Bodenkämpfen. Nö. Andere Flotten? Nö. Planeten. Da sind aber nur unsere Planeten aufgelistet. Ah, das finde ich ein wenig irritierend. Aber gut, solange die Zahl jede Runde weniger wird, ist alles okay. Was machen unsere Bomber? Da ist die Langstreckensensoren. Ach, die hat man noch gar nicht losgeschickt, weil wir kein Ziel hatten. Ah, so war das, okay. Du sammel dich mal mit den anderen Bombern. 7 Stück. Und da werden auch 3 gebaut. Sehr gut. F9. Voyeur 1 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist da. Wirklich viel bringst du ja nicht so vom Radius her. Oh, was haben wir da? Zerstörer. Wir haben Ziele. Ziele sind sehr schön. Können wir uns auf Lotte gleich mal ausprobieren. Und die scheinen sehr langsam zu sein, wenn man die Schritte sich hier anguckt. Also in 1, 2, 3, 4, 5 Runden ist er da. Das heißt, in 15 Runden oder so ist er erst hier unten. Also haben wir jede Menge Zeit. So, dann nehmen wir doch mal... Wen nehmen wir denn mal? Unsere alten Zerstörer. Zerstörer 1, genau. Die sollten ja eigentlich eh verschrottet werden. Aber da bin ich ja immer so ein bisschen pingelig. Also schicken wir unsere alten Zerstörer jetzt mal auf Abfangkurs. Hier so hin. Wie lange brauchen sie da hin? 8 Jahre. Die sind auch nicht viel schneller. Warte mal, 8 Jahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal ein bisschen weiter runter. Dich machen wir mal weg. So. Und warum brauchst du jetzt plötzlich 11 Jahre? So. Also in 8 Jahren ist unsere Flotte da und seine Flotte hoffentlich auch da. Bin mir nicht ganz sicher, in was für einem Radius wir eine Raumschlacht initiieren können. Also wenn er jetzt hier ist und wir sind 2 Pixel weiter links, können wir ihn dann angreifen oder müssen wir genau auf das Pixel klicken, im Voraus schon berechnen, wo er sein wird. Und das werden wir in 8 Jahren sehen. Erstmal die letzten Nachrichten. Boje 24. Du hast nicht mehr so viel Treibstoff. Stellt sich trotzdem mal bitte dahin. 3 neue Bomber, okay. Wir haben Erze hergestellt, noch mehr Erze hergestellt. Wir haben Waffen abgeschlossen. Und setzen unsere Anstrengungen im Bereich Waffen fort. War das geplant? Nee, es war so nicht geplant. Ah, doch, war es. Wir haben jetzt nur den Knüppel erforscht. Sehr gut.
Ein seltsames Handelsschiff. Nanu? Oh, oh, das ist aber ganz schön nah. Aber wir sind am Kartenrand, stimmt. Die können anscheinend nur am Kartenrand reinkommen. Aber das ist flott. Das ist richtig flott. 1, 2, 3, 4, 5 Runden da unten. Mittlere Frachter, 10 Stück. Dann bräuchten wir 8 Jahre hin. 6 Jahre, wenn wir 5-mal so viel Treibstoff hätten. Und warum hast du so viel Fracht dabei? Achso, wir wollten ihn ja bestechen. Stimmt, da war was. Nee, so wird das nichts. Das heißt, das lassen wir jetzt auch erstmal. Und wir bauen dann demnächst diese Treibstoffschiffe. Und noch ein paar extra Frachter, auf die wir dann die Last ein bisschen verteilen können. Und dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Und was ist das da für ein weißes Ding? Achso, das ist der andere Händler. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, schade, das wäre lustig gewesen, wenn die irgendwie kollidiert wären. Das wäre irre unwahrscheinlich gewesen, aber ja. Trotzdem sehr schön, dass sie so einfach hier bei uns vorbeifliegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt Zufall ist oder im Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Also wir kämpfen ja nur gegen normale und zwei schwierige Gegner, wer es im Hinterkopf hat. Aber ich denke mal, es ist einfach nur Zufall. Na gut, die ignorieren wir jetzt erstmal. Weitere Nachrichten haben wir keine. Gehen wir nochmal kurz auf den Screen hier. Also wir haben die Phaser-Bazooka nächste, also in 2 Jahren. Danach hätten wir gerne Konstruktion. Fertig. So, Wallaby ist immer noch dabei, Fabriken zu bauen. Komischerweise recht langsam. Also er braucht 2 bis 9 Jahre für seine Liste. Dabei hat er 600.000 Kolonisten, das ist doch irgendwas komisch. Fabriken 400 von 1.300. In dem Tempo wird das Ewigkeiten dauern. Aber na gut, was sagt Nickel? Nickel hat 800. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass unsere Kolonisten tot sind. Was, glaube ich, gar nicht mal so abwegig wäre. Transporter Langstrecke. Du? Nimmst mal ein paar Kolonisten mit. 200 Kilotonnen müssten 20.000 Kolonisten sein. Gucken wir mal kurz auf Wallaby. Wallaby hat jetzt 660.000. So. Ach, hier ging auch Schiff klicken, ne? Ja, sehr schön. Zack, zack, 200 Kilotonnen. Das heißt, jetzt müsste Wallaby 640.000 haben. Jo, sehr schön. Langstrecke. Du springst bitte dahin mit maximal Warp. Dort so oder so 2 Jahre. Na gut, du fliegst dahin und lädst jetzt diese 20.000 Kolonisten ab, um die 800 Leute auf Nickel umzubringen. Das sollte doch machbar sein, oder? Transport, Kolonisten, alles entladen. So. Du bist weiter da unten am Scouten. Und du da. Wir wollen endlich ein richtiges Ziel haben. Also abgesehen von den ganz, ganz langsamen. Wie heißt die eigentlich? Trizioids. Trizioids. Spieler Nummer 8. Oh. Unsere Flotte ist schon unterwegs, richtig? Ja, ist jedenfalls schon mal geplant. Vielleicht sollten wir mit denen noch ein paar Transporter mitschicken, damit sie den Schrott einsammeln können. Mittlere Frachter, 10 Stück. Die sind voll beladen, die könnten wir aber rausschmeißen. Haben wir noch einen anderen Trupp Frachter da? Nö. Also ihr entladet mal bitte alles. 0000. Und fliegt mal da so hin. Oder wir versuchen einfach mal ganz kurz was. Sammeln. Sammelt euch mal mit Zerstörer 1 normal. Ich glaube schon. Ihr seid immer noch auf demselben Weg unterwegs. Braucht 7 Jahre. Okay. Nehmt die Frachter dabei. Guti. Oh, da wir jetzt wesentlich mehr Treibstoff haben, können wir da vielleicht ein bisschen schneller hin? Könnten.
Wir nicht, nö. Und bringt uns auch gar nichts. Na gut, Nachrichten mal alle durch. F9.